Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt's mal wieder, wo steht Xur, was hat er dabei und ob sich ein Kauf lohnt oder nicht. Xur steht auf dem Riff und zwei unten, wie man unschwer erkennen kann. Und jetzt das Wichtigste, hat er drei der Münzen dabei? Nein, leider nicht. Wir fangen aber an, exotische Engramme, Helm-Engramme können wir kaufen für 19 Münzen. Hier ist ganz wichtig zu sagen, das sind keine Vermächtnisengramme. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, normale Helme zu kaufen, wo dann auch Gegenstände rauskommen von diesem Jahr. Das heißt, keine alten Gegenstände, sondern neue Gegenstände auf dem neuen Lichtlevel. So, dann kommen wir zu Wappen von Alpha Lupi. Bei Wappen von Alpha Lupi, jo, kann man sagen, dass sie eigentlich sowohl im PvP als auch im PvE sehr, sehr nützlich ist. Denn bei mir beispielsweise wird sie sehr gerne in Kombination mit dem Verteidiger-Titan gespielt und wenn der Verteidiger-Titan seine Bubble setzt, also seinen Super aktiviert, dann produziert er automatisch mit der Aktivierung von seinem Super schon zwei Sphären. Trägt man jetzt aber Wappen von Alpha Lupi, produziert man da automatisch drei Sphären. Jetzt kann man sich vorstellen, drei Sphären im PvP sind recht viel. Lässt sich dann mit anderen Titans kombinieren. Zwei Titans stellen zwei Bubbles, sind dann sechs Sphären insgesamt, die einfach mal so produziert werden. Ist natürlich für PvP, für das ganze Team sehr nützlich, wenn man jetzt viel mit dem Verteidiger spielt. Macht auf alle Fälle Laune, lässt sich gut kombinieren, habe ich auch schon mit vielen Sachen kombiniert. Und für Leute, die im PvP sehr gerne mit dem Titan spielen und da Verteidiger, lässt sich das gut in einer Gruppe, ja, brauchen. PvP haben eigentlich den gleichen Effekt. Da wäre es auch, wir produzieren mehr Sphären, die Teamkameraden haben mehr Sphären, können mehr Super einsetzen. Das gibt dann auch wieder mehr Sphären, das heißt die ganze Produktion von Sphären ist erhöht, rein durch Wappen von Alpha Lupi. Und der zweite nette Effekt ist, Teamkameraden werden schneller wiederbelebt und man selber wird schneller wiederbelebt. Ist sowohl im PvP als auch im PvE nützlich, war früher besser, heute, ja, es ist eine kleine Hilfe. Kaufempfehlung oder nicht? Ich würde sagen, für Leute, die sehr gerne als Verteidiger in PvP spielen, ja, Kaufempfehlung, kann man sehr gut kombinieren und für PvE, ja, nicht um, es ist kein Muss-Gegenstand, aber es ist auf alle Fälle nützlich. Wenn man nichts Gutes hat, würde ich ihn kaufen, denn es ist wirklich hilfreich. Ja, gibt schon andere, die besser sind, aber er ist brauchbar, man kann ihn gut einsetzen. Und dann kommen wir zu Fass mich bloß nicht an. Diese Handschuhe sind für den Jäger und da wird man kurzzeitig unsichtbar, wenn man Nahkampfangriff, also Nahkampfschaden bekommt. Fürs PvP absolut unbrauchbar, denn wenn man im Nahkampf verwickelt ist, ist man in der Regel entweder der Sieger oder der Verlierer. Da ändert die Unsichtbarkeit nichts daran. Deswegen für PvP nutzlos. Für PvE, also Strikes oder Raids, ja, bedingt brauchbar. Im Crota Raid kann man am Anfang durch die Scharfeinde laufen, die schlagen einen dann, die Leibeigenen, damit man immer unsichtbar, dann kann man den ganzen Weg gehen, ohne dass man einmal feuern muss oder sich irgendwie wehren muss, weil man immer wieder unsichtbar wird und geht. Ja, macht da viel Sinn. Ansonsten in den Strikes ist nützlich, Unsichtbarkeit rettet manchmal das Leben, aber ist kein Must-Have-Gegenstand. Macht aber Spaß, das auf alle Fälle. Muss man da selber wissen, aber eben kein Must-Have-Gegenstand. Dann kämen wir zu Apotheose-Schleier, ein unterschätzter Helm, aber aus bestimmten Gründen. Denn sofortige Regeneration von Gesundheit, Nahkampf und Granaten beim Aktivieren deiner Super. Nun, eigentlich ist die Fähigkeit, die drauf ist, ja relativ gut. Nun ist es so, dass der Warlock mit seiner Nova so skillen kann, dass wenn er einen Feind tötet mit der Nova, dass er Gesundheitsregeneration hat. Oder wenn er sich wiederbelebt, belebt er sich ja mit 100% Lebenspunkten wieder. Oder wenn er den Blitzer spielt und das einsetzt, also die Stormtrance, dann regeneriert er auch Gesundheit. Sprich, die Fähigkeit auf dem Helm ist eigentlich nutzlos, weil fast jede Fokusmöglichkeit von dem Warlock Gesundheitsregeneration hat. Mit einer klitzekleinen Ausnahme, und zwar, wenn man den Warlock spielt ohne Wiederbeleben. Kann man ja auch machen, da hat man dann die Möglichkeit, dass man Gesundheitsregeneration hat und das einsetzen kann. Da muss jetzt jeder selber wissen, bin ich ein Warlock, der mit Wiederbeleben spielt oder nicht. Und ja, im Großen und Ganzen ist es absolut kein Must-Have-Gegenstand, er wird aber ein bisschen unterschätzt, denn in Kombination mit einigen Sachen ist er schon nicht schlecht. Gerade beim Crota Raid beispielsweise, wo man ganz am Ende keine Gesundheitsregeneration hat, hat man schon auch die Möglichkeit, da was zu machen, weil da spielt man dann sehr, sehr gerne den Sonnensänger, um die Granaten, Fusionsgranaten zu brauchen und so weiter. Ja,
muss man eben selber wissen. Wie gesagt, er ist an gewissen Stellen sehr nützlich, aber im Großen und Ganzen kein Must-Have-Gegenstand, sind nämlich alles alte Sachen, wo er nützlich war, damals. Gut, dann gehen wir weiter zu Suros Regime. Ja, was soll ich zu der Waffe sagen? Für PvE, das muss jeder selber wissen, ich bin nicht so ein Fan von exotischen Waffen im PvE, da gibt es ganz wenig Ausnahmen, wie die Zahl Supercell beispielsweise. Primär nehme ich aber in der Regel keine Exotic mit. Gut, boshafte Berührung wäre auch noch eine Ausnahme. Die Sures Regime ist für mich PvE, so wie jede andere Waffe. Kann jeder selber entscheiden, ob sie da brauchen will für Strikes und Raids. Sie ist aber im PvP, ja, schwierig zu sagen. Sie war mal gut, sie ist es zurzeit nicht mehr so. Sie wird schon noch gespielt, weil sie ist noch Durchschnitt, aber momentan gibt es halt die ganzen Impulsgewehre, die so unglaublich dominieren, die lassen sich auch relativ einfach holen. Ich sag's mal so. Es könnte sein, dass das Waffenbalancing-System natürlich nochmal geändert wird und dann wäre es möglich, dass die Sures Regime wieder glänzt. Ich würde sie jetzt einfach vorsichtshalber mal kaufen, denn wenn die Automatikgewehre wieder verstärkt werden, kann es sein, dass diese Waffe wieder eine der Top-Waffen wird in dem PvP. Deswegen würde ich sie vorsichtshalber mal kaufen, dann hat man sie sicher, dann ist man abgesichert für alle Patches. Und ja, wenn man die Münzen nicht hat, ist jetzt auch keine Tragik. Es gibt ja keine Garantie, dass irgendein Patch kommt und die verbessert wird. Ich sag's nur, wer da ein bisschen vorausdenken möchte und vielleicht mit ein bisschen Glück dann eine gute Waffe haben möchte, ich würde sie vorsichtshalber mal kaufen. Ansonsten kann man's sein lassen. Dann Plasmantrieb und Smaragdspule. Das ist schon so eingefleischt. Tarnantrieb wäre das zweite. Hier kann man einen blauen Sparrow zu einem legendären upgraden. Hier kriegt man einen blauen Schweif und hier einen rötlichen. Für alle Neustarter bei Destiny natürlich interessant, wenn man noch keinen legendären Sparrow hat. Dann schwere Munitionssynthesen. Hier wieder total unsinnig. Man kann 3 Synthesen kaufen für eine seltsame Münze oder man kann 10 Synthesen kaufen für 3. Das heißt, wenn wir das hochrechnen, kriegen wir hier für 3 Synthesen 9 Münzen oder wir kriegen hier für 3 Synthesen. Quatsch. Nochmal. Wir kriegen hier für 3 seltsame Münzen 9 Synthesen und hier kriegen wir für 3 seltsame Münzen 10 Synthesen. Also wir haben einfach eine Differenz von 1 mit dem exakt gleichen Preis. Also Bungie, ich wäre sehr froh, wenn das bald mal gefixt wird oder wir wenigstens Stellungnahme haben, was da eigentlich los ist zum Geier. Gut. Dann die Glasnadeln, da können wir exotische Gegenstände umwürfeln von den Werten her, wer das machen möchte, in der Beschreibung ist ein Video verlinkt für mehr Infos. Und dann Lichtpartikel können wir kaufen, wir zahlen 2 seltsame Münzen, kriegen 1 Lichtpartikel, würde ich nur im äußersten Notfall machen, denn seltsame Münzen sind wertvoller als Lichtpartikel. Exotische Bruchstücke können wir kaufen für 7 seltsame Münzen, ist natürlich herrlich, viele haben da ein bisschen Mangel mit exotischen Bruchstücken und ja, ich auch. Da sind wir ganz froh, dass das eingeführt wurde von Bungie. Zu der kleinen Kritik auch noch ein kleines Lob. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like da, wenn euch das Video geholfen und oder gefallen hat. Und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn 2016 endet ja demnächst. Und ich wünsche euch ein erfolgreiches 2017. So, dann bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Oder im nächsten Video, wenn noch eins vor dem nächsten Jahr kommt. Bis dann.